mal hinter uns sechseln. Keine Angst, ich kann drauf. Stell dich mal vernünftig hin und dann so neben. Ich guck das mal an. Reiche Neue. Ich brauch jetzt erstmal Alkohol. Hey Leute, willkommen zu einer Q&A mit Ryan. Und auf jeden Fall habe ich auf Instagram noch ein paar Fragen gefragt. Also, falls ihr mir da noch nicht folgt, könnt ihr das nachholen. Naja, let's go. Alles klar. Also, die erste Frage: Was würdest du machen, wenn du keine elektronischen Geräte mehr hättest? Karten spielen, Lagerfeuer machen, weinen. Denn es ist okay zu weinen. Ja, so lange versuchen zu überleben wie möglich, ohne Elektronik. Ja, also echt, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, das wäre echt absolut krass. Man, allein schon mit Verständigung, so mit Freunden und so, wenn man sich so Briefe schreiben. Ja, Briefmarken sammeln. So. Brieftaube, let's go. Vor allem, ich hasse auch so Kartenspiele und sowas. Ich will einfach Brettspiele. Ja, ich hasse sowas. Echt? Ab und zu abends geht schon. Wie lange kennt ihr euch? Oh Gott, also das ich zwei würde Jahre? Spontan eineinhalb Jahre sagen. Ja, habe ich auch ungefähr. So grob geschätzt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, mit YouTube anzufangen? Yay, anfangen? Standardfrage. Ich habe Videos geschnitten, habe mir das beigebracht, habe halt nebenbei viel gezockt, habe für andere Leute damals Videos geschnitten, bis halt jemand meinte, yo, Diggi, Brian, du kannst so ein bisschen schneiden, mach doch selber mal, fang damals an. Habe ich halt Leute kennengelernt, damals so Tom's Topic und so Fix und so. Und da habe ich erst so, also mit dem ersten Video mit Fix, habe ich damals erst richtig aktiv angefangen mit YouTube. Das war, also aktiv mache ich seit 2017 erst YouTube und da hat es angefangen. Weil ich halt davor geschnitten hatte und Kontakt hatte zu Leuten, die YouTube machen. Bei mir war es so, ich wollte nie mit YouTube anfangen. Ich habe immer gesagt, nein, ich mache das nicht, ich mache das nicht, ich mache das nicht. Und dann hatte ich halt immer zu mehreren YouTubern so Kontakt, weil ich glaube, das fängt so damit an, wenn man sich so Twitter erstellt. Ja, Twitter und dann folgt den Leuten. Das bringt eigentlich echt richtig viel, wenn man so kommentiert dann. Auf jeden Fall hat man dadurch schon so Kontakt zu geknüpft. Und dann war man auch immer auf TeamSpeak aktiv. Dann war ich halt Mod bei einigen Leuten. Aber man halt so immer, ich war immer auf dem Krabbel-RKTS, vielleicht kennen den ja noch einen. Krabbel-Ecke. Dann kannte man halt immer mehr Leute und dann halt immer mehr Leute gefragt, wenn ich auch mit YouTube anfangen kann. Ich war halt immer noch so, nee, und dann hat jemand umentschieden. Keine Ahnung, mein drittes Video war schon das 1K-Special, was eigentlich. Was? Ja, steckt mir das bei dir? Deswegen Holy. Ist ja, wenn man heutzutage sagt, Mädchen heute, wohnen, das ist ja nicht das Dumme. Aber früher war es echt so, man war so totgehatet. Weil letztens wurde mein notgeiler Jungs-Video gesperrt, komplett. Ich hatte das so angefordert. Nee, wird nicht mehr Warum? Freigegeben. Ich weiß nicht, was ich da geredet habe. Ich glaube, ich habe Bilder eingeblendet. Ich glaube, die waren nicht so. Also die waren zensiert, aber ich glaube, zu wenig für YouTube. Keine Ahnung. Hat ja krasse Witzeklus gehen raus, das zählt gar nichts. Habt ihr vor, bei Soho 3 dabei zu sein? Schon so? Ey, ist das eine selbstverständliche Antwort. Also, wenn man Zeit hat, macht man eigentlich immer mit. So, weil es eigentlich. Ich glaube, das können wir auch sagen. Also an sich, wir sind dabei, weil da wir Teilnehmer von Suche 1 und 2 waren, sind wir automatisch mit eingeladen in Suche 3. Sobald wir halt die Mitteilung bekommen, Suche 3 startet, können wir einfach wieder unseren Namen reinschreiben mit Brian und Cos und Sarah. Schon sind wir dabei. Aber wenn es halt zeitlich nicht passt, können wir halt nicht. Deswegen, wenn es zeitlich passt, klar sind wir am Start. Ansonsten nichts. Was findet ihr vom anderen am besten? Was ich dir am besten finde? Ja. Deine Art. Also, wie du, du bist halt so ultra gechillt drauf, durchgehend am Grinsen, dieses, wegen jeder Kleinigkeit so dieses Lächeln. Keine Ahnung, das mag ich an dir, finde ich süß. Ja, einfach auch so deine Art, einfach so. Es gibt so Leute, wenn man die so bei sich hat, dann lächelt man echt die ganze Zeit, wenn man so richtig gut drauf ist und du bringst auch immer so gute Laune. Ich bin halt ein fröhlicher Mensch. Ich auch. Ich glaube, wir wohnen am weitesten auseinander entfernt von den ganzen Blütepflegen, weil du so ganz im Norden wohnst, ich ganz im Süden. Und sich halt dann einmal im Jahr zu treffen auf der Messe ist also wirklich so, mein Gott, Wiedersehen, Sarah Wiedersehen. Also man hört sich halt sonst nur ab und zu mal ein Bild oder so auf Insta. Ja. Deswegen. Vor allem irgendwie, alle denken, glaube ich, dass so YouTuber richtig viel Kontakt auch so außerhalb haben. Bei mir ist es halt so, dass ich fast gar nicht mehr am PC bin und dann hat man mit den meisten traurigerweise eigentlich nur auf eine Aufnahme oder so. Aber irgendwie finde ich es auch gut, weil würde ich kein YouTube machen, hätte ich so wahrscheinlich richtig vielen keinen Kontakt mehr. Deswegen ist es eigentlich cool, dass man für eine Aufnahme noch so Kontakt bekommt. So. Weil dann hat man mal wieder so Kontakt und redet mal lieber, weil nach einer Aufnahme labert man meistens eh noch mal ein bisschen länger. Manchmal so 5 Minuten, so ich muss los und manchmal so 3 Stunden später, oh warte mal, irgendwas war ja doch, da meine Pizza ist verbrannt. Ups. Ja, wie ist die Gamescom 2019 so? Schlechter als 2018, aber geil. Echt? Im Verhältnis. Ich meine, wir sind hier auf der größten Spielemesse der Welt. Und hier ist fucking Netflix und McDonalds. I mean, Holy. McDonalds? Ja, es gibt einen riesen McDonalds-Stand, es gibt einen riesen Netflix-Stand. Wir sind auf der Gamescom, so.
an sich, ja, sie ist geil, viele coole Spiele, viele coole Games, viele Leute, die man halt trifft hinter der Acht. Aber letztes Jahr war sie geiler, muss ich ehrlich zugeben. Nee, ich fand letztes Jahr nicht so. Ich fand dieses Jahr tausendmal geiler. Okay. Erstmal, ich habe letztes Jahr so von den YouTubern, so von den Größeren zwar auch viele gesehen, einfach so von den YouTube-Freunden waren halt dieses Jahr viel mehr da. Und ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass irgendwie auch viel mehr Leute bei so ankamen. Ich find, kaum, das ist auch nur so eine Kleinigkeit, aber ich finde, das macht einen auch schon wieder so. Ich freue mich immer, wenn so Leute bei einem ankommen und dann so einen ansprechen und dann so ein Bild machen und denkst du so, ja, eigentlich nicht nur so ein random, ja, schon, also Minecraft spielt. Sind so zwei Normalos, die ja weiter unten sind in der YouTube-Welt, aber auch bei mir. Ich habe, glaube ich, zwei, drei gehabt, die haben sich nicht getraut, mich anzusprechen, weil ich bin etwas größer. Ich meine, ich könnte mich jetzt mal hinstellen so, bin aber aus dem Bild, let's go. Dann muss ich mal, stell ich mal vernünftig hin und dann so nehmen. Ich gucke das mal an. Hi, der Neue. Deswegen knie ich hier, by the way, so halb. Nee, aber auch die, ich habe die dann ein paar Mal angeschaut, weil die mich halt angeschaut haben und so, kann man dir irgendwas tun? Also an sich, man kann uns immer ansprechen, das ist auch das Schöne an der Messe, dass halt Leute die Möglichkeit haben, mal uns zu treffen und wir halt auch die mal zu treffen und so mit denen zu reden, so, yo, was feierst du an meinem Kanal oder wie geht's dir so dieses typische Smalltalk-Zeug. Ich find's cool, ich mag das. Nein, ich war ja früher nicht anders. Ich war auch mit 15, 14 das erste Mal auf der Gamescom und dann auch so, warum nicht? Also, ich fand's irgendwie auch so knuffig, wenn dann Leute ankommen, Bild machen, man sieht schon so, die zittern so. Und ja, also es ist so, können wir ein Foto machen? Ja, klar. Soll ich das so machen? Ja, bitte. Also, aber echt richtig süß. Also, das bei dem einen auch, der war so richtig klein, ich habe mich so hingekniet, war größer als er. Oh. Richtig süßes Foto, der war auch voll cute, der Junge. Guck mal, hinter uns ist Excel. Das ist einfach Excel. Sieht man das? Oder sieht man das? Ich will es nicht mehr. Jawohl. Also, wenn jemand fragt, da ist gerade Excel. Komplett random. Könntest du dir was mit Grind vorstellen? Könntest du? Die nächste, letzte Frage. Könntest du dir was mit Grind vorstellen? Willst du echt auflösen jetzt endlich? Ja. Das Ding ist, ich bin sowieso Anti-Fernbeziehung. Ach, die 600 Kilometer easy. Ja, die kann man mal. Wir treffen uns einfach immer in der Mitte. Ja, echt so. Ja, wir treffen uns. Wir treffen uns in einem Hotel jedes Wochenende. Nee, ich bin echt so generell momentan Anti-Beziehung und dann aber erst recht Anti-Fernbeziehung. Keine Ahnung, irgendwie ist die Friendzone auch viel zu stark. Ich wurde gefriendzoned. Und ich will jetzt alle mal ein Like da lassen, ein Abo und irgendeinen netten Kommentar für mich, weil ich gefriendzoned wurde. Ein Like, ein Mitleid. Also Leute, auf jeden Fall war es mit dem Video. Ich muss erstmal Brian trösten. Brauchst du erstmal Alkohol? Erstmal Frust auf, let's go. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.